Der Bahnsteig war voller Menschen. Porteños, Indios in bunten Ponchos und mit großen Hüten. Ausländer. Sie alle redeten auf Spanisch, Englisch und Deutsch durcheinander. Und die verschiedenen Sprachen verflochten sich zu einem bunten Teppich aus Stimmen und Klang. Es roch nach starkem Kaffee, Cortado, nach Gebäck, Tabak und sonnengewärmter Haut. Die Frau hielt ihr Gesicht ins Licht und schloss die Augen. Als der Zug schnaufend in den Bahnhof einfuhr, machte sie einen Schritt zurück und trat mit dem Absatz ihrer Schuhe die Zigarette aus. Ihre Tochter mochte den Geruch nach Tabak nicht. Doch in Buenos Aires rauchten alle und sie hatte es sich während der vielen Jahre, die sie hier lebte, wieder angewöhnt. Seit das Mädchen unter der Woche im Internat lebte, rauchte sie noch öfter. Die Passagiere strömten aus den geöffneten Türen des Zuges und da, zwischen den vielen fremden Gesichtern, tauchte das eine auf, nachdem sich die Frau viele Tage in der Woche sehnte. Honigfarbenes Haar umrahmte die vertrauten Züge. Nackte, braungebrannte Arme, ein rosa Baumwollkleid. Ihr Blick aus Haselnussaugen schweifte suchend den Bahnsteig entlang. Die Frau rief und winkte, eilte nach vorn und schloss die Tochter in die Arme. Sie drückte ihre Nase in das weiche Haar und sog den Duft ein, fuhr mit den Fingern über den Nacken des Mädchens und spürte, wie das Glück zu ihr zurückkehrte. Später, als sie Hand in Hand über die breite Avenida am Hafen schlenderten, an Eiswaffeln schleckten und die Menschen betrachteten, die auf kleinen Kaffeehausstühlen vor ihren Cortados saßen und schwatzten, dachte die Frau, dass es Zeit wurde, ihrer Tochter die Wahrheit zu erzählen.